Eine Parfüm? Nein, nein, nein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt es ein Aufgebrauch-Video von mir aus dem November. Ich versuche, dass ich die ganzen Adventskalender-Produkte so ein bisschen separat vorstelle. Also, dass ich das quasi am Ende mache, dass ich die aussortiere. Ja, und da werde ich auch vorher Bescheid sagen. Ich hoffe, dass mir keins durchrutscht. Hol dir am besten was zu essen, hol dir was zu trinken, denn ich denke, wenn ich so die Tüten neben mir angucke, dass es etwas länger wird. Ja, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und bevor ich es vergesse, natürlich wird es am Ende auch eine kleine Verlosung geben. Ja. Natürlich ist gut, aber ich habe mir das überlegt. Am Ende wird es eine Verlosung geben. So. Oh, ich quatsch einfach zu viel. Wir legen einfach los. Das Ganze ist wie immer bunt gemischt, wild durcheinander. Ich greife einfach in eine der Tüten rein, greife irgendwas raus und ja, habe das nicht so strukturiert nach Themen sortiert. Das ist einfach gesammelte Werke. Los geht's. Ja, starten wir mit einem meiner Lieblingsprodukte. Wer schon öfters ein Aufgebrauch-Video von mir gesehen hat, ich benutze immer von Yesa diese Slip-Einlagen mit diesem Schmetterling drauf. Die habe ich in Schwarz und die habe ich in Weiß. Jo, finde ich toll, finde ich gut. Schützen sind gut. Ganz unspektakulär habe ich hier auch saugstark und sicher. Das sind so Küchenrollen gewesen. Ja, auch die sind sehr gut von DM. Die holen wir uns auch einfach immer da, wo wir gerade so sind. Also wir sind jetzt nicht markengebunden, was irgendwie, keine Ahnung, Küchenrolle angeht. Also von daher. Ich war letztens im DM oder habe das online bestellt, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann, ja, haben wir sie gebraucht und dann wird es halt mitorganisiert. So, hier haben wir Geschirrreiniger-Tabs von Domol. Das sind diese Eco-Dinger. Da hast du quasi kein Müll. Also ja, du hast das hier als Müll. Aber die einzelnen Geschirrreiniger-Dinger sind in wasserlöslicher Folie eingepackt. Das kostet ein bisschen mehr, als wenn du das halt normal kaufen würdest. Aber es ist halt in dem Sinne ökologischer. Und ja, mein Freund findet die auch super. Und er fragte auch schon, wie viel kosten die nochmal mehr als die normalen? Weil die sind echt praktisch, ne? Das ist kein Rumgefummel. Du packst es einfach in dieses Fach von den Geschirrreiniger-Viechern und das reinigt super. Und ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Geiles Produkt. Mal gucken, ob wir das nachkaufen werden, denn das ist schon irgendwie 1 € teurer oder so. Aber jo, ist praktisch, ist cool. Ich mag's. Mein geliebtes Körperpeeling von Dove ist leer und ich war etwas traurig, weil die Dame im Rossmann mir sagte, das wird aus dem Sortiment genommen. Und ja, ich habe es letztens gesucht und nicht mehr gefunden. Und ja, es ist mit Macadamia und Reismilch. Und oh, Leute, es riecht einfach unheimlich gut. Ich wollte es euch gerade hinhalten zum Riechen, ne? Sehr gut. Die Peeling-Partikel da drin sind vollkommen in Ordnung. Das ist ein angenehmes Peeling. Du hast halt ziemlich viele Peelingkörner da drin, aber gleichzeitig pflegt es echt die Haut wegen der Reismilch. Und ja, schade, dass es leer ist. Ich fände sowas cooler, wenn das in so einer Quetschflasche ist, als wenn das in so einem Pott ist. Einfach vom Handling her finde ich das angenehmer, weil wenn ich so in den Pott reingehe und ich habe ja meistens etwas längere Fingernägel, dann habe ich das Ganze unter den Fingernägeln und das finde ich nicht so geil. Aber ich habe mir ja auch Peeling-Handschuhe geholt, dann hast du das eh nicht unter den Fingernägeln und egal. Aber ein ziemlich geiles Produkt. Solltet ihr das noch irgendwo finden, holt euch das, das ist richtig, richtig geil. Ja, dann habe ich hier von Vernelle einen Weichspüler aufgebraucht. Das riecht unheimlich gut. Das ist diese französische Reihe. Und ja, Supreme Weichspüler, der ist jetzt Glamour. Also, die riechen einfach. Oh, ich liebe den Duft. Die riechen wirklich so frisch und so nach frisch gewaschener Wäsche. Und die Wäsche hält sich. Nee, der Geruch hält sich lange in der Wäsche. Und ja, ich habe unten noch ein paar davon stehen bei uns im Keller, im Waschkeller. Ich finde die richtig, richtig toll. Die waren bei uns im Lidl im Angebot und da habe ich zugeschlagen. Und ja, kann ich empfehlen. Geiles Produkt. Ich mag den Duft. Ich mag die Wirkung. So, dann habe ich ja mit euch zusammen die Neutrogena-Maske getestet. Letztens, als ich die auch in der Box drin hatte, habe ich die direkt ausprobiert. Normalerweise mache ich ja meine Maskenvideos, wo ich die ganzen Masken dann in einem Video mit euch teste. Die habe ich jetzt dann direkt ausprobiert. Ich liebe die Masken von Neutrogena. Ich finde die richtig, richtig toll. Ich finde super, dass die zweigeteilt sind, dass es so gelige sind. Und ja, da habe ich richtig Spaß dran. Du hast eine gute Pflegewirkung für die Haut. Jetzt im Winter braucht man natürlich danach nochmal eine Feuchtigkeitscreme. Im Sommer reicht es vollkommen aus.
von der Pflegewirkung her. Aber ja, ich kann die von Neutrogena immer, immer, immer wieder empfehlen, weil ich die über alles liebe. Ja. Ja, Winterzeit ist Erkältungszeit. Wir haben ein paar Kosmetiktücherboxen leer gemacht. Die stehen bei uns überall im Haus rum. Das ist halt, wenn du eine Nase laufen hast, dann nimmst du die Dinger. Oder wann auch immer man sie so braucht, wenn man Kinder da hat, die sich dann irgendwie eingeschmiert haben, oder wenn man Gäste da hat, die ein Glas umgeschmissen haben. Das hatten wir alles tatsächlich, jetzt im letzten Monat. Und da war es immer gut, wenn man die auf dem Tisch stehen hatte. Ja, wird immer dankend angenommen. Erst wundert man sich über die Box, die dann da so rumsteht, aber nachher braucht man sie dann doch. Dann habe ich mir letztens ja das Set von New gekauft. Da hatte ich drin Shampoo, Spülung und Haarkur. Und ja, das fand ich richtig, richtig gut von der Pflegewirkung her. Ich habe jetzt ja mitbekommen, dass die leider genau diese Serie mit Kokos aus dem Sortiment genommen haben. Herzlichen Glückwunsch. Die hat mir wirklich gut gefallen. Ja, die muss ich auch vor allem mal richtig rumhalten, ne? So. Also ja, ich fand die vom Geruch her super. Das war nicht so extrem kokosmäßig, wie ich das befürchtet hatte, weil ich ja eigentlich nicht so gerne Kokos mag. Ja, aber das hier hat mir sehr gut gefallen. Hat super die Haare gepflegt, hat die Haare schön weich gemacht. Und vor allem, wenn du es im Dreier-Set benutzt, sowieso. Also kann ich sehr empfehlen. Da gibt es ja von New noch weitere Produkte, die ich dann auch demnächst mal testen werde, wenn ich wieder Platz in meinen Schränken habe, um sie zu deponieren. Ja. Genau, die habe ich aufgebraucht, die waren toll. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich so viele Proben hier drin habe, aber ich war auf einer Messe und habe dann in einem Hotel übernachtet, und da ich lieber mit leichtem Gepäck reise und nur eine einzige Nacht da war und nicht meine 50.000 Pflegeprodukte in Originalgröße mitnehmen wollte, habe ich einfach Proben mitgenommen. Das fand ich ziemlich schlau von mir. Und mein Kollege, der mich mitgenommen hat, war tatsächlich auch sehr erstaunt darüber, wie leicht meine Tasche ist. Und dann habe ich ihm gesagt, tja, ich habe alles in Probegröße mitgenommen. Ohne Witz, hätte ich das komplett in Originalgröße mitgenommen, hätte ich noch einen zweiten Koffer gebraucht. Naja, auf jeden Fall habe ich mitgenommen von Kahuchu, wenn man das so ausspricht, Shampoo und Spülung. Fand ich von der Pflegewirkung her nicht so geil, muss ich sagen. Also sowohl vom Geruch als auch von der Pflegewirkung war das eher so lala, also war nicht meins. Würde ich mir jetzt so nicht in Originalgröße nachkaufen. Und dann habe ich mir mitgenommen eine Body Cream, Balancing Body Cream von Rituals, vom Ritual of Ayurveda. War okay. Ich muss mal wirklich nochmal riechen. Ja, der Duft war auch ganz gut, also hat mir gefallen, hat auch die Haut gut gepflegt. Ja, definitiv, aber es war halt ein bisschen wenig drin, ne? Das hat jetzt nicht für den ganzen Körper gebraucht, deswegen habe ich auch noch ein bisschen mehr gebraucht von anderen Sachen. Dann hatte ich hier noch drin ein Duschgel von Sisley. Das hatte ich auch mal irgendwie, als ich bei, ich glaube, Flaconi oder Douglas bestellt habe, gratis mit dabei halt, ne? Und ja, das fand ich nicht so gut. Das fand ich sowohl vom Geruch, aber ich bin ja eher der süße Typ im Winter so, ne? Fand ich vom Geruch her nicht so angenehm. Das war eher so frisch, herb, wie auch immer. Nicht so meins. Ja, und von der Pflegewirkung, okay, war es halt okay. Hat mein Körper sauber gemacht, hat Schweißgeruch, was auch immer, alles entfernt. Aber hat jetzt nicht irgendwie die Haut großartig gepflegt. Dann habe ich noch zwei Bodycreams von Dr. Hauschka leer gemacht. Das ist Rosenkörperbalsam. Ja, ich habe einen großen Körper. Ich bin 1,73 Meter groß. Da braucht man ein bisschen mehr. Und ja, die habe ich dann auch noch aufgebraucht. Das war alles an einem Abend. Und ja, das war in Ordnung. War aber, hat mich nicht umgehauen. Hat jetzt nicht super gut gerochen oder so. Da mag ich lieber andere Bodycreams, die ich hier so aktuell verwende. Die ich auch hier in meinem Aufgebraucht-Video euch nachher zeigen werde. Aber ja. War okay, war da, wurde benutzt. Dann hatte ich hier eine 24-Hour-Cream Anti-Aging Moisturizing von BioSelect. Die hat mir gar nicht gut gefallen, denn die hat gekrümmelt. Hat mir nicht gut gefallen, gar nicht, nein, nein. Dann hatte ich hier noch eine Bodylotion von Bloss in Bed of Roses. Die fand ich ganz gut, die hat mir gut gefallen. Und von L'Oréal Paris, das Revital Lift Laser X3. Ups, Entschuldigung. Die habe ich als Tagescreme dann verwendet und die fand ich nicht gut. Hat mir gar nicht gut gefallen. Auch die hat gekrümelt. Ich mag keine Cremes, die im Gesicht krümeln oder Masken. Das finde ich, nein, das ist, nee. Nee, einfach nee.
Dann habe ich leer gemacht meine geliebte Catrice Lashes to Kill Mascara. Die habe ich in meinem allerersten Cosmetic for Less Haul und Cosmetic for Less Einkauf tatsächlich mir geholt. Die ist sehr gut benutzt worden, hat eine gute Wirkung gebracht. Habe ich jetzt nicht in meinem Mascara-Test zeigen können, weil sie einfach schon so eingetrocknet war und immer mal wieder reaktiviert wurde von mir. Ja, und dann halt nicht mehr wettbewerbsfähig ist, sage ich mal. Ja, aber die war ganz gut. Die hat eine schöne Wirkung erzielt und war auch eine gute Alltagsmascara. Und wenn du die geschichtet hast, war es auch eine gute Abendmascara. Auch für den Messeausflug, wie auch immer, habe ich mitgenommen von Fructis Hair Food die 3-in-1 Maske. Die hatte ich auch mal in einer Box drin, in einer Beauty Box. Die finde ich ja unheimlich gut. Die habe ich da zu dem Zeitpunkt als ganz normale Haarmaske, also als Haarkur verwendet und das war sehr, sehr angenehm. Ich liebe den Duft. Ich bin immer noch am Hadern mit mir die vielleicht mal irgendwann in Originalgröße zu holen, weil ich sie so, so toll finde. Vom Geruch und von der Pflege her mag ich die einfach. Und dann habe ich noch leer gemacht eine L'Oreal Elvital Öl Magique Haarpflege. Das ist so ein Haaröl. Das habe ich mir auch so ganz bisschen in die Spitze gemacht, wie ihr seht. Ne? Ich habe sehr, sehr, sehr trockene Haare. Also ist nun mal so. Ich habe heute kein Haaröl verwendet. Ich gehe heute Abend duschen, da werde ich ein Haaröl verwenden. Und ja, ich brauche es einfach. Und auch wenn es meine echte Haarfarbe ist, habe ich einfach das Problem, dass ich einfach sehr trockene Haare habe. Aber da gibt es ja genug Haarpflegeprodukte, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ja, so ist das. War gut. Man muss wirklich bei solchen Haarölen unheimlich aufpassen, dass man nicht zu hoch kommt. Gerade wenn ich meinen Bommel trage und mein Haaröl reinmache und meinen Bommel hier hinmache, habe ich hier sehr schnell auf der Kopfhaut, dass ich dann eine ölige Kopfhaut kriege. Ist ja klar, ne? Weil das Öl dann ja von dem, was ich mir eigentlich in die Spitzen gemacht habe, hier dann hinkommt. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall ist es so, dass man das erst einwirken lassen muss, bevor man sich einen Bommel machen kann. Oder wie auch immer die Haare in Berührung mit der Kopfhaut bringt. Ansonsten hast du halt eine sehr fettig wirkende Kopfhaut. Ist nun mal so, auch wenn es Pflegeöl ist, was dran ist. Dann habe ich ausprobiert, Duschbombe Gute Laune Rose. Also, was soll ich sagen? Meine Erwartung war, ich packe diese Duschbombe bei uns in die Dusche und du hast mega Schaum. Nee, das hier ist nicht für Schaum, das hier ist für Duft. Also Duft hatte ich definitiv, es hat extrem bei uns im Badezimmer und nachher auch im ganzen Haus nach Rose gerochen. Hat auch für zwei Anwendungen gereicht, weil du es ja quasi durchbrechen kannst. Muss ein bisschen kräftiger sein, weil das nicht so einfach geht. Und ja, hätte ich witziger gefunden, wenn es auch noch geschäumt hätte, aber es hat halt einfach nur so ein bisschen vor sich hingeblubbelt, aber hat einen extrem coolen Duft versprüht. Man muss aber Rose wirklich sehr, sehr, sehr dafür mögen, weil es extrem nach Rose gerochen hat. Auch leer gemacht haben wir von Coral ein Waschmittel. Flüssigwaschmittel verwenden wir immer, weil ich das Problem habe, wenn ich das Pulverwaschmittel verwende, dass ich immer irgendwo auf schwarzer Kleidung oder sonst irgendwo Rückstände habe. Und das finde ich immer sehr unangenehm. Genau, das hier fand ich gut. Hat gut die Wäsche gereinigt, hat die Farbe erhalten und hat gut gerochen. Ja, kann ich empfehlen. Ist aber, wie ich sehe, gerade etwas ausgelaufen. Na toll. Jetzt gerade habe ich leer gemacht, wo ich mir ein Tuch rausnehme, um mir das Ausgelaufene abzuwischen. Noch eine Tissuebox. Läuft. Live mit dabei, Leute. Ist das nicht großartig? Aus dem Tauschpaket von der lieben Jana von dem Kanal White Swan Beauty, ich verlinke euch den mal hier oben, habe ich hier dieses mega krass geile Duschgel leer gemacht. Boah, Jana, du hast draufgeschrieben, dass es nicht essbar ist und man war versucht, so zu machen. Weil es so gut gerochen hat. Oh, so Kirsche. Richtig geil. Und ja, es war auch rot und hat gut gepflegt, hat gut gerochen, war toll und ist irgendwie viel zu schnell leer gegangen. Aber ich fand es mega, mega cool, dass du mir das reingepackt hast. Danke. So, von Domol. Wäscheparfüm Mystic Flower ist leer gegangen. Fand ich super, hat gut gerochen, hat gemacht, dass die Wäsche langanhaltend schön frisch riecht. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Kleiderschrank aufmache und wochenlang ein irrer frischer Duft da rauskommt. Nee. Und ja, kaufe ich mir immer wieder. Ich habe unten auch noch ein paar davon stehen. Also jetzt nicht unbedingt von Domol, von verschiedenen habe ich die unten stehen. Und ja, werdet ihr dann immer wieder sehen. Hier steht wochenlang frisch drauf, wie gesagt, nee. Aber es riecht sehr schön frisch. Also ich mag's. Ein Mini-Deo von Nivea habe ich leer gemacht.
Das hatte ich, glaube ich, auch mit auf der Messe und das ist da leer gegangen. Invisible, das ist for Black and White, das ist ganz praktisch, weil du das halt hier auch unter schwarze, auf schwarze, in schwarze, wie auch immer, Klamotten machen kannst und kein Problem hast, dass du dann weiße Achseln hast. Und bei weißer Wäsche, naja, es verfärbt sich schon mit der Zeit gelb, ne? Also da kann auch kein Deo gegen anwirken, weil, ja. Es ist nun mal rein chemisch so, dass wenn Deo-Stoffe, Inhaltsstoffe, irgendwas davon sich mit dem Schweiß verbindet und auf die Klamotten kommt, dass es halt irgendwann gelb wird. Ich weiß nicht, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie man sowas rauskriegt, schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich habe schon einiges versucht. Backpulver, Zitrone, ach, was ich nicht alle schon versucht habe. Noch ein Produkt habe ich hier in der Messezeit leer gemacht. Sebamed Pro, ein Vitalserum, verleiht der Haut neue Energie, mindert feine Fältchen. Ja, es war halt nur eine kleine Probe, ne? Da konntest du jetzt nicht irgendwie eine Antifaltenwirkung feststellen, aber es war gut, hat gut gepflegt und meiner Haut gut getan. Dann habe ich leer gemacht von Bumble and Bumble, Hairdressers Invisible Oil. Ja, wie schon gesagt, ich benutze halt immer solche Produkte, um irgendwie meine Haare in Form zu bringen oder halt nicht mehr trocken zu haben. Das hatte ich letztens bei Flaconi, glaube ich, bestellt und da war noch eine kleine mit dabei, die ich auch irgendwo drin habe. Gutes Produkt. Leider gefällt es mir, weil es so teuer ist. Ja, aber ich fand es gut. Habe ich dann direkt ins nasse Haar gemacht. Also ich habe quasi also Haare abgetrocknet, dann mache ich mir immer mein Discur-Sprühvieh drauf, dann mache ich immer den hier, also sowas, so Ölkram drauf, dann wird das Ganze durchgekämmt und dann geföhnt. Ja, gutes Produkt, hat mir gut gefallen. War so milchig von der Konsistenz her, deswegen musste man das nachher mit Wasser so ein bisschen auffüllen und schütteln, damit dann noch der letzte Rest rauskommt. Diese Bodylotion, Born to be Lazy, hatte ich auch in einem Tauschpaket drin. In einem Instagram-Tauschpaket, das verlinke ich euch hier mal oben in der Ecke. Das war auch ziemlich cool. Das war fruchtig-süßer Duft für lässiges Chillen. Das ist ziemlich schnell eingezogen, war eine milchigere Konsistenz und ließ sich da deswegen auch sehr, sehr gut verteilen. Das hat mir gut gefallen. Toll, tolle Bodylotion, hat auch gut gepflegt. Und die Verpackung. Balea, ey, die machen so süße Verpackungen, oder? Sowas gefällt mir. Noch eine Packung, Slipanlagen. Dann habe ich von Cadea Vera von Civi diese Maske hier leer gemacht. Das sind ja vier Sachets gewesen. Eine hatte ich mit euch im Maskenvideo zusammen getestet. Ups. Dann habe ich mir den Rest umgefüllt in ein kleines Pöttchen und das quasi als Nachtaugencreme benutzt. Und das war sehr, sehr gut. Ja, also ich habe jetzt nicht so den ultimativen Unterschied bei meinen Augen feststellen können. Ich sage ja bei Augencremes immer, dass man das halt erst so in 20 Jahren sehen wird oder so, aber. Ne? So ist das nun mal. Ich verwende die ganzen Sachen jetzt schon mal prophylaktisch. Hatte ich im Tauschpaket mit der lieben Cindy vom Kanal Rosa87 Lee drin. Also an dieser Stelle nochmal liebe Grüße und vielen Dank. Ja, verlinke ich euch auch hier oben mal in der Ecke. Ich muss aber halt dazu sagen, dass ich halt sehr gute Augencremes habe und denke, dass meine Augencremes genauso gut wirken, wie wenn ich mir eine Augenmaske mache. Also das ist ja eigentlich eher so ein Luxusprodukt, ne? Wie halt Gesichtsmasken an sich auch. Aber ja, hat mir auf jeden Fall aber gefallen. Von Denkmit habe ich einen Hygienespüler Sport leer gemacht. Der soll auch dafür sorgen, dass die Wäsche nicht mehr stinkt und hygienisch sauber ist. Also dass du quasi die ganzen Bakterien auch daraus bekommst. Jo, hat er wohin gekriegt. Sorry, meine Kamera ist leider gerade umgefallen. Dann wird aussortiert dieses wunderschöne Schwämmchen von Real Techniques. Da ich lange Fingernägel habe, ist er etwas mitgenommen. Ja, also man könnte ihn wahrscheinlich noch weiter verwenden, aber ich finde es ziemlich unhygienisch, wenn ich hier schon diese Cuts drin habe. Man kann ihn dann auch nicht mal richtig verwenden und keine Ahnung. Also man sieht, ich habe die ja immer richtig sauber gemacht, ne? Deswegen ist da jetzt auch nichts Ekliges drin oder so. Aber wenn ich jetzt hier diese Ratscher drin habe, will ich den auch nicht weiter verwenden. Und ich weiß nicht, man soll die auch immer mal wieder auswechseln, sagt man ja auch. Deswegen kommt der auch weg. Das hier ist das Produkt, was ich eben schon erwähnt habe, was ich halt quasi nach dem Duschen verwende, ins nasse Haar reinmache oder feuchte Haar vielmehr, wenn ich also ins Handtuch trockene Haar. Ja, gut, dass ich mich so gut ausdrücken kann hier. Von Gliss Hair Repair, das ist, ja, das hier war jetzt mit flüssigem Haarbaustein, prachtvolle Kräftigung, Express Repair Spülung. Ich komme einfach nicht anders durch meine Haare durch, wenn ich sowas nicht verwende, ne? Deswegen, das ist auch leer gegangen.
Dann habe ich auch leer gemacht von Balea White Chocolate. Dieses Shampoo fand ich vom Geruch her richtig toll. Leider hat es nicht so die Pflegewirkung gehabt, was ich mir gewünscht hätte. Also es hat die Haare jetzt nicht irgendwie mit Feuchtigkeit versorgt oder gekräftigt oder sonst was. Sollte es ja auch gar nicht. Also hier war ja wirklich nur geschmeidiges und gepflegtes Haar ohne Silikone. Ja nun, ne? Was will man da auch groß irgendwie dann zu sagen? Also es ist ein gutes Produkt, was mir vom Geruch her richtig gut gefallen hat. Wenn es jetzt noch irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit in die Haare gegeben hätte, würde ich mir da 20 Stück von kaufen. Hat es leider bei mir nicht gemacht. Aber habe ich leer. Hat mir richtig gut gefallen. Auch das war irgendwie viel zu schnell leer. Das habe ich zusammen mit dem hier quasi verwendet. Und oh, das war immer so eine geile Duftexplosion in der Dusche. Ja. Ich habe zwar meine Washis zum Abschminken, aber wenn ich dann richtig intensives Make-up habe, wo ich wasserfestes Make-up drauf habe oder, benutze ich halt immer noch irgendwie so einen Augen-Make-up-Entferner dazu. Hier habe ich jetzt von Balea diesen zwei Phasen Make-up-Entferner gehabt für wasserfestes Make-up und es pflegt auch noch die Wimpern, steht da drauf. Und ja, das hatte ich auch schon länger bei mir stehen und das ist jetzt leer gegangen und das fand ich gut. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, hat Spaß gemacht, das zu verwenden. Weil es einfach schnell abging, ne? Und das habe ich dann tatsächlich sogar auf meine Washis gemacht und dann drüber gegangen, also über die Augen und dann ganz vorsichtig. Ja, weil man nicht zu viel rubbeln will. Dann habe ich leer gemacht hier von Fructis Garnier. Diese Wunderbutter als Spülung, die habe ich zusammen mit dem hier von Balea benutzt, damit halt die Haare gepflegt werden, ne? Und das hier gibt eine richtig gute Pflege, darfst du nur nicht in den Ansatz machen, weil dann kriegst du einen sehr fettigen Ansatz. Jedenfalls war das bei mir so. Und ja, in den Längen war es aber echt geil und hat schöne, schöne, sanfte, weiche Haare gemacht. Ja, tolles Produkt, richtig toll. Für sehr trockenes, sehr strapaziertes Haar, ja. Oh, irgendeine Mücke hat mich gepiekst, aber es ist doch jetzt Dezember. Nochmal Slip-Einlagen, dieses Mal die weißen. So, hier habe ich einen Lufferschwamm leer gemacht und ganz ehrlich, hier habe ich auch schon wieder so Kram, so blaues Kram dran. Das hatte ich eben auch an dem Shampoo hier dran. Ich glaube, dass das getrocknetes Waschzeug ist. Getrocknetes Waschmittel müsste das sein, weil das hier oben dran ist. Ich glaube, wir haben den Übeltäter gefunden. Naja, auf jeden Fall hatte ich diesen Lufferschwamm von Evelyn benutzt und fand ihn etwas zu fest, weil der ist sehr, sehr fest gebunden. Und ja, deswegen, also ich mag das lieber, wenn die etwas fluffiger sind. So war das doch sehr, sehr hart auch auf der Haut. Und ja, ich habe es lieber, wenn das ein bisschen sanfter, weicher ist und muss jetzt nicht so ein krasses Massagegefühl sein, sondern darf dann auch gerne einfach so ein sanfter Einschäumeffekt sein. Naja, aber der ist auf jeden Fall jetzt aussortiert, weil der war eine Weile in der Dusche und dann werden die ja irgendwann lieber und dann wird er aussortiert. Hier haben wir nämlich auch schon den zweiten Lufferschwamm, den ich aussortiert habe. Ich glaube, der eine war vom einen Monat und der andere vom. Ich weiß das gar nicht. Hat sich irgendwie überschnitten. Ich weiß es nicht. So nach einem Monat sortiere ich die immer aus. Den hatte ich in einem Tauschpaket, glaube ich, drin. Der ist etwas sanfter als der von Evelyn. Oh, da riecht man auch. Ja, die riechen immer noch so gut, ne? Aber ich denke mir halt irgendwie so nach einem Monat, ich meine, man sieht nichts, ne? Aber ich denke mir immer, ach, die werden doch bestimmt lieber. Naja, auf jeden Fall war der ein bisschen fluffiger, ein bisschen weicher, das mochte ich lieber. Aber ich finde ihn sehr, sehr groß. Das heißt, er nimmt auch irre viel Produkt auf, deswegen riecht er wahrscheinlich auch so. Ja, ne? Aber benutze ich halt immer wieder, weil Luftverschwämme sind toll. Ein Deo von Dove, das Originale, habe ich einfach leer gemacht. Das war auch sehr gut. Hat jetzt keine langanhaltende Pflegewirkung bzw. Schutzwirkung für mich. Deswegen, naja, 48 Stunden soll es pflegen bzw. 48 Stunden soll es schützen. Hat es nicht getan. Also das hat vielleicht 4 Stunden geholfen. Und danach habe ich auf jeden Fall immer neu mich eindieseln müssen. Stand bei mir auf Arbeit. Ja, aber vom Geruch her ganz klassisch und in Ordnung. Zu diesem Produkt gibt es eine Geschichte. Ich habe mir dieses Produkt gekauft und habe mir schon beim Kauf gedacht, hä, warum kostet denn eine Haarmaske 10 Euro? Ich glaube, 9,95 € hat das Pöttchen gekostet. Naja, soll wohl pflegen. Dann habe ich das drauf gemacht unter der Dusche und nicht mehr rausgekriegt. Der Grund ist, dass man dieses Pöttchen, was für Nutrition da ist, also quasi für Haarernährung, also es sollte richtig krasse Haarpflege geben, soll man normalerweise in so einen ganzen Pott Haarkur reinmischen, um die Pflegewirkung zu stärken.
Ich habe mir das ganze Pöttchen einfach so in die Haare komplett reingemacht und weil ich es ganz gut meinen wollte mit mir selbst, habe ich sogar so gemacht. Fehler. Wirklich, das war ein Mittwoch und zum 1. des Monats, also zum Donnerstag, ist mein neuer Kollege auf der Arbeit angefangen und ich habe da gesessen mit extrem öligen Haaren und ich habe mich so geschämt, weil ich echt dachte, boah Claudi, ganz ehrlich, du siehst aus, als hättest du 3 Tage, 3 Wochen, 3 Jahre nicht geduscht. Also es sah so übel aus, es war mir so unangenehm. Ja, war einfach dämlich. Später habe ich nochmal geguckt und habe dann gesehen, wie man das zu verwenden hat. Boah, habe ich mich geärgert. Ich habe mich so geärgert. Ich musste mir nachher dreimal hintereinander die Haare richtig krass abwaschen mit Kernseife und was nicht alle ich da reingeknallt habe, damit meine Haare wieder halbwegs brauchbar aussehen. Ich denke, dass dieses Produkt unheimlich gut sein muss, wenn man das in so einen ganzen Tiegel mit Haarmaske-Kram reinmacht und dann vorsichtig verwendet. Aber wenn man sich dieses Ölzeugs direkt in die Haare macht, und zwar komplett, Fehler. Lernt aus meinen Fehlern. Von Glisskur habe ich die 1-Minuten-Kur leer gemacht. Die war gut. Die war schnell, die hat mir gefallen, die fand ich richtig toll, die hat gut gerochen, war jetzt nicht extrem pflegend, aber war okay pflegend. Ja, würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, aber war okay. Was man alle so aufbewahrt als YouTuber, ich sag euch das. Naja, das hier ist eine schöne zerrissene Verpackung von dem Klopapier. Und zwar war das Klopapier von Ceva ohne Hülse. Das hatte ich euch mal irgendwann auch in einem Haul gezeigt. Ich glaube, es war ein Rossmann-Haul. Das ist halt in dem Sinne umweltschonend, weil du hast keine Papierhülse da drin. Und du hast irgendwie doppelt so viel auf einer Rolle. Und ja, hat mir sehr gut gefallen, war ein gutes Klopapier. So, hier habe ich die Masken drin. Maskenwoche Cindy, Tauschpaket und Sante, Balea und Judith Williams. Ich gucke mal, was ich davon noch alles hier drin habe. Das war zum einen ja die Augenmaske, die ich euch gezeigt habe. Und dann habe ich hier noch drin, genau, die Goldmaske aus dem Action. Die war gut, also guckt auf jeden Fall bei dem Maskenvideo mal vorbei. Dann hier von Balea die Tuchmaske Sweet Macarons. Die hat mir auch echt gut gefallen. Und von Judith Williams, die Lifting-Tuchmaske, die war ganz okay. Auch leer gemacht habe ich hier Kosmetikpads von Jean Carroll, Jean Carroll, keine Ahnung, wie man das ausspricht. War nicht so mein Fall. Also hier steht fusselfrei drauf, hat bei mir ein bisschen gefusselt. Und da hole ich mir doch einfach die von Evelyn oder so, die günstigen. Das geht genauso gut. Von Biotherm Aquasource Night Spa habe ich hier diese Nachtcreme leer gemacht und die war toll. Die war richtig toll. Die hat gut gerochen und hatte richtig schöne Konsistenz. Die war sehr, sehr angenehm vom Duft her, sodass man jetzt nicht irgendwie überrannt wird von Düften zum Abend hin. Das braucht man auch nicht. Die ist super schön eingezogen und hat die Haut echt gut gepflegt über Nacht. Tolle Sache. Ja, weiß ich nicht, ob ich mir die nachkaufen werde, weil die so teuer ist, aber vielleicht ergatter ich mal wieder ein etwas günstigeres Set. Mal schauen. Von Le Petit Marseillais habe ich eine Duschcreme leer gemacht mit Mohn und Baumwolle war das. Baumwolle und Klatschmohn, genau. Hat nach frisch gewaschener Wäsche gerochen. Hat die Haut, also richtig witzig unter der Dusche, nach frisch gewaschener Wäsche zu riechen. hat die Haut ganz okay gepflegt. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass es noch mit extra Öl oder sowas gewesen wäre. Ne? Aber ja. War schön, war gut, hat gut gerochen. Auf jeden Fall eine Marke, die ich mir noch genauer anschauen werde und mehrere Produkte mal auch austesten möchte. Von Denkmit haben wir Hygienereinigungstücher leer gemacht. Die habe ich immer so benutzt, um mal über Oberflächen drüber zu wischen. Die haben mir sehr gut gefallen. Von Balea eine Tuchmaske Happy Macarons habe ich auch leer gemacht. Das war die lilane. Die hat mir auch richtig gut gefallen. Die fühlt sich so schön samtig auf der Haut an. Also die Maske an sich. Richtig toll. Hat mir mega gefallen. Doch, kann ich euch empfehlen. Von Avène das Eau Thermale habe ich leer gemacht. Ich wusste, das hatte ich in der Box drin. Und ich wusste erst nicht genau, was das ist, bis ich
mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt habe. Also das kannst du gut verwenden, wenn du sehr gereizte Haut hast, wenn du sehr sensible Haut hast, Neurodermitis oder sowas. Oder wenn du frisch rasiert bist. Ich habe das tatsächlich ja, nach der Rasur benutzt als Aftershave-Spray, sage ich mal. Und da hat es sehr, sehr gute Wirkungen gezeigt. Also ich hatte danach sehr gepflegte Haut, auch wenn du eigentlich nur so gefühlt dir Wasser da drauf sprühst. Aber ich habe danach keine Hautreizung gehabt. Also fand ich schon cool. Einen Fußschaum von Alprezan habe ich leer gemacht für sehr trockene Haut. Das war ja halt ein Fußschaum und keine Fußlotion oder Creme oder sonst was. Dementsprechend finde ich nicht, dass, also vom Empfinden her, ne, dass er gut gepflegt hätte. Er hat natürlich das grobe, trockene verhindert, aber es war jetzt keine Tiefenpflege wie von der Fußcreme, die ich jetzt aktuell verwende. Ja, vom Duft her so peachig, also pfirsichmäßig, war nicht so ganz meins, aber du hast es ja auch auf den Füßen und nicht im Gesicht, ne? Also das ist dann halt auch eher Latte, finde ich. Aber na, also ich würde mir das hier jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Dann habe ich von Essence My Beauty Lip Ritual das Lippenpeeling leer gemacht. Das ist leer, das war auch nur so ein kleines Pöttchen. Ja, das ist halt so ein Zuckerpeeling und ja, habe ich mir so auf die Lippen gemacht und dann halt immer so gemacht. Und ja, wenn man das so zweimal in der Woche oder so verwendet, hast du ziemlich sanfte Lippen dadurch. Das fand ich auch echt angenehm. Ich habe jetzt aktuell noch ein anderes Lippenpeeling bei mir stehen. Verwende ich in letzter Zeit doch wohl ganz gerne, weil jetzt auch im Winter, du hast es mit der trockenen Heizungsluft und die Kälte und so weiter. Und da ist es ganz schön, seine Lippen auch einfach mal zu pflegen. Ich benutze auch richtig viele Lippenpflegestifte jetzt so in letzter Zeit, jetzt wo es halt kälter wird. Und da kommt so ein Peeling auch immer ganz gut als Unterstützung mit dabei. Auch dekorative Kosmetik ist natürlich leer gegangen. Hier habe ich von Karl Lagerfeld und Model Co. einen Lip Liner. Den hatte ich mal in so einer ganz besonderen Glossy Box mit drin. Das war so eine Special Edition. Und wie ihr seht, der ist jetzt einfach mal leer. Den kannst du nicht mehr hochschrauben oder sonst was. Das finde ich ein bisschen blöd bei solchen Stiften, dass du einfach nur hier oben so diese Spitze oben drauf hast und das war's dann. Ich mag das lieber, wenn du Lip Liner hast, die du rausschrauben kannst oder so. Das finde ich dann ein bisschen mau. Bisschen wenig. Weil ich glaube, solche Dinger kosten ganz schön viel Geld von Karl Lagerfeld und Model Co. Ne? Aber er war schön. Es ist so ein richtig schönes Rot gewesen. Immer wenn ich halt so richtig knallrote Lippenstifte getragen habe, habe ich diesen Lip Liner verwendet. Ich habe mir jetzt im Black Friday einen neuen bestellt, der immer noch nicht da ist. Also das dauert und dauert irgendwie. Ist mein Paket scheinbar verschollen? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist der jetzt leer. War aber toll. Hat auch gut lange gehalten. Also die Farbe auf den Lippen. Hier habe ich ein Produkt von Bella Pierre. Das ist so ein Gel-Eyeliner. Der ist noch nicht ganz leer, aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Man kriegt ihn ganz schwer auf, okay? Und dann hast du hier oben auch so eine ganz stumpfe Spitze, die du nicht anspitzen kannst. Und der hat sich ja halt auch hier oben immer bei mir schön abgesetzt. Es war halt nicht, dass er da geblieben ist, wo er sollte. Er ist einfach im Laufe des Tages weggekrochen. Und das fand ich blöd. Ein Eyeliner muss da sitzen bleiben, wo ich ihn hinsetze, und zwar den ganzen Tag. Genau, deswegen, der war nix, der kommt jetzt weg. Tschüss. Hier habe ich noch von Kneipp ein verwöhntes Cremeölpeeling leer gemacht mit Kamelie und Argan. Hat richtig gut gerochen. Und was ich hier so cool bei diesen Produkten finde, ist, dass du nachher einen richtig schönen Ölfilm auf der Haut hast, sodass du quasi dich eigentlich nicht mehr eincremen musst. Halt nur so an den kritischen Stellen, an den Schienbeinen oder so zum Beispiel. Aber ja, richtig toll. Sanftes Zuckerpeeling und nährende Ölcreme. Mega geiles Produkt. Kann ich jedem empfehlen, ans Herz legen, was auch immer. Ist toll. Das hatte ich auch in einem Tauschpaket. Das verlinke ich euch hier oben mal. Richtig, richtig geil. Hat mir sehr gut gefallen. Jo, hierüber hatte ich ja schon gesprochen. Das ist ja das gleiche wie eben, nur halt in der kleinen Größe. Das war halt quasi das Geschenk, was mit dabei war. Das war in so einem Angebotsgedöns. Kauf das eine, kriegt das kleine umsonst. Ja, und dieses Produkt, das ist ein Primer von Lancaster. Den hatte ich in einer Beautybox mal drin und den habe ich mit euch zusammen ausgetestet in meinem Full-Face Boxen. Make-up, was etwas in die Hose gegangen ist. Aber naja, der Primer war auf jeden Fall mit am Start. Dann habe ich hier noch zwei Deos, die ich leer gemacht habe. Einmal hier von CD, das Blütenmeer. Das fand ich ganz in Ordnung, hatte jetzt aber auch nicht die langanhaltende Wirkung, die ich mir bei einem Deo wünsche.
Und von Balea hier habe ich diesen Deo-Roller leer gemacht. Den habe ich immer nach dem Rasieren verwendet unter den Achseln. Ja, weil es halt sensitiv ist und pflegend und so. Und das war dann angenehmer, als wenn ich mir was unter die Achseln sprühe. Ja, dieses Cremeöl-Peeling, was ich euch eben gezeigt habe, habe ich nochmal leer gemacht, weil einmal habe ich das ja von der lieben Fiona bekommen und einmal hatte ich das ja mit dem Tauschpaket. Ja, wie eben, total toll. Das gleiche hatte ich dann auch nochmal mit Mandelmilch und Mandelöl in dem Tauschpaket. Also richtig, richtig gut. Hat mir echt, echt gut gefallen. Wirklich. Ist auch echt toll. Leute, am besten irgendwie in einer großen Tube. Das wäre geil. Nochmal zweimal Slip-Einlagen in Schwarz. Auch diese Bodylotion hatte ich mit in dem Paket von der lieben Fiona. Das hier ist von Douglas Magical Winter, die Bodylotion. Fand ich richtig toll. Also von der Pflegewirkung und vom Duft her hat mir das mega gut gefallen. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass man das sehr, sehr blöd rausgekriegt hat. Du hast halt hier oben einfach nur so ein Loch und dann musste man halt quetschen. Man sieht es der Flasche auch ein bisschen an, dass ich sie etwas malträtiert habe. Bin dann nachher noch mit dem Finger so da durchgegangen, dass ich noch so ein bisschen die letzten Reste rauskriege. Ja, aber es war mega gut und hat echt toll cremig gerochen und angenehm wohltuend. Du hast einfach gerochen, dass es pflegen wird. Von Emelin habe ich 150 feuchte Tücher leer gemacht. Das ist einfach, das sind Allzwecktücher. Die kannst du für alles verwenden, was dir in den Sinn kommt. Ja, ne? Werde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ich sie einfach zu dünn fand. Das heißt, für die, so für Oberflächen und so fand ich die einfach nicht gut. Die sind mir da viel zu schnell gerissen. Und auch hier drin, das war alles irgendwie nicht so schön, sich das rauszuzuppeln immer. Du hast hier oben diesen Spender zwar gehabt, aber der war nicht gut, finde ich, weil dieses Loch hier halt sehr scharfkantig ist und dementsprechend die Tücher dann auch immer ein bisschen zerrissen hat. Also hat mir nicht so gut gefallen. Dann habe ich hier noch ein Denk mit Chlorreiniger leer gemacht, so ein Ding, was man so, ne, zum Kloreinigen nimmt. Genau. Ja, war auch in Ordnung. Multipower 4 Urin, Stein und Kalklöser. Hat mir auf jeden Fall besser gefallen als die normale Variante von diesen Denkmitsachen. Aber nicht so gut wie der von Frosch zum Beispiel. Also von der Wirkung her. Vom Duft her hat mir der sehr gut gefallen. Sowas kann man so schnell. Ne? Ist schwierig, aber gut, ist so. Ja. Dann haben wir noch ein paar Babyfeuchttücher leer gemacht. Die habe ich immer für Sammy verwendet. Das war dann immer, ja, wenn man ihm halt die Ohren oder so sauber gemacht hat, waren gut. Dann habe ich ein Gesichtsextrakt leer gemacht. Also ich würde sagen, das ist so ein Serum vielmehr von Kiehl's. Das hatte ich in einer Muttertagsbox drin. Also es hatte richtig lange gehalten tatsächlich. Das habe ich benutzt, nachdem ich einen Toner für mein Gesicht benutzt habe. Dann habe ich dieses Produkt immer verwendet, einfach nur immer ein paar Tropfen aufs Gesicht gegeben, bisschen einwirken lassen, dann die Augencreme drauf machen und dann die Feuchtigkeitscreme. Zack, hast du eine gepflegte Haut. Ja, war echt gut und ich finde, meine Haut hat sich dadurch echt super verbessert. Ja, ist aber halt echt teuer, das Produkt. Ich hoffe, dass andere Serien dann auch eine gleiche Wirkung haben, weil ich vorher einfach noch nie ein Serum benutzt habe. Und ja, das fand ich auf jeden Fall toll. Ja. Und dann habe ich leer gemacht Micellenreinigungstücher von Balea. Das habe ich nicht fürs Gesicht benutzt, weil ich das einfach viel zu aggressiv finde. Ich habe das immer nur, ich habe es hier stehen gehabt auf meinem Tischchen zum Swatches entfernen oder so. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt leer. Werde ich mir nicht nachkaufen, weil ich das einfach auch zu aggressiv finde. Ich mag das nicht so gerne. Eine Handcreme von Tracalmoon habe ich leer gemacht und zwar Sugared Grapefruit. Hat gut gerochen, war aber auf der Haut etwas klebrig und vom Pflegegefühl nicht so gut. Also würde ich mir nicht nachkaufen. Ja, ansonsten mag ich ja die Produkte von der Marke ziemlich gerne, aber diese Handcreme hat nicht so gut gepflegt. Eine Zahnpasta von Blendamed und zwar die 3D White, wie auch immer, habe ich leer gemacht. Habe ich immer nur einmal in der Woche verwendet, weil das ansonsten die Zähne halt angreift. Und ja, fand ich gut, hat gute Arbeit geleistet. Ja, werde ich mir aber nicht nachkaufen. Das war in der Box drin, weil solche Zahnpasten, kaufe ich mir eigentlich nicht selber, weil ich ja weiß, dass die eigentlich nicht so gut für die Zähne sind. Dieses Body Mousse hatte ich jetzt gerade erst in der Box drin und habe ich direkt verwendet und aufgebraucht. Riecht richtig gut, wenn man halt diese extrem parfümierten Sachen mag, ne? Also es hat schon so gerochen, als hättest du dich komplett mit Betty Barclay eingeschmiert.
Und es riecht Beautiful Eden, ist der Geruch. Moisturizing Body Mousse. Also es hat jetzt nicht so irre viel Feuchtigkeit gespendet, wie jetzt ein Nicht-Mousse machen würde. Das war richtig ein Schaum. Da hast du wirklich eine ganze Handvoll immer genommen und dann für den Arm oder für ein Bein oder so. Ist sehr, sehr schnell eingezogen. Du konntest dich ruckzuck danach anziehen, war alles gut. Ja, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ich die Pflegewirkung halt nicht so gut finde, wie ich es eigentlich bräuchte. Vor allem jetzt im Winter. Nochmal Wattepads habe ich leer gemacht und zwar von Evelyn. Die fand ich definitiv besser als die von Jean Carroll, wie auch immer man das ausspricht. Ja. Und halt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser. Von Isana habe ich hier auch die Reinigungspads Knuddelmilch aufgebraucht. Die habe ich auch ab und an mal verwendet, dass wenn ich zum Beispiel aus der Dusche kam und dann Panda-Augen noch hatte, dass ich dann einmal noch so ein bisschen unter die Augen gegangen bin oder im Laufe des Tages einfach mal übers Gesicht, dass man so ein bisschen nochmal einen frischen Kick bekommt. Die fand ich sehr angenehm vom Geruch her. Die waren auch sehr, sehr sanft. Also die würde ich mir nachkaufen, war aber eine Limited Edition, wie ich gerade sehe, also blöd. Mit Aloe Vera und alkoholfrei, ja, das ist natürlich ein Träumchen, ne? Klar, die Verpackung ist nebenbei auch richtig geil. Jetzt heute und gerade aufgebraucht habe ich hier von Essence den Stay True Lip Liner. Den habe ich jetzt auch gerade auf meinen Lippen drauf, den finde ich total super. Dann über den Lip Liner drüber habe ich mir den, ich glaube Liquid Lipstick heißt das, von Huda Beauty gemacht, den ich letztens in der Box drin hatte. Ja. Hier ist genau das gleiche Problem wie auch bei dem von Karl Lagerfeld und Model Co. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der hier wahrscheinlich nur einen Bruchteil von ihm kostet. Und zwar auch er ist nur, wie ihr seht, ne, dass man hier oben die Spitze hat und wenn weg ist, ist weg. Finde ich schade. Aber naja, so ist das nun mal und der ist jetzt auf jeden Fall leer. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die in den Adventskalendern waren. Für alle die, die sich nachher nur noch die Verlosung anschauen wollen, spult bitte vor bis zu diesem Punkt, wenn ihr das mit dem Adventskalender nicht sehen wollt, weil ihr vielleicht noch überrascht werden möchtet oder, ich weiß es nicht. Los geht's. So, auch in einem Adventskalender war drin von Bumble and Bumble dieses Hairdressers Primer-Gedöns. Das hatte ich nicht nur bei Flaconi gekauft, sondern auch noch im Adventskalender und mich sehr drüber gefreut. Dann hatte ich hier in einem Adventskalender, ich glaube, das ist der von ASOS gewesen, dieses Detox Eye Wonder. Achso, ja. Das habe ich da oben einfach reingesteckt, weil man hat ja keinen Deckel. Ich habe das über mehrere Tage verwendet, so als unter den Augen Serum. Aber irgendwie hat das bei mir nicht so funktioniert. Also meine Augen haben sich jetzt nicht irgendwie, oder meine hier, ne, da unten drunter, es hat sich nicht so angefühlt, als wäre das jetzt mit Feuchtigkeit versorgt gewesen. Ich habe nicht ganz gerafft, was dieses Produkt machen soll. Hat bei mir aber auf jeden Fall irgendwie gefühlt nichts gemacht. Dann hatte ich hier von Rituals, The Ritual of Ayurveda, einen Duschschaum drin, so. Mensch, fand ich vom Anwenden her super toll, hat mir richtig gut gefallen vom Schaum her, der war toll, richtig schön, ließ sich super auf der Haut verteilen, aber den Geruch mochte ich leider nicht so gerne. Dafür mochte ich den Geruch von dem Douglas Home Spa total gerne, Sesame and Almond Oil, aber der Duschschaum war merkwürdig. Also der kam raus und war dann halt auch so ein Stück weit klumpig, also du hattest da auch Mini-Klümpchen drin, das fand ich uncool. Ich habe lieber dann so einen richtigen schaumigen Schaum, cremig, wisst ihr, was ich meine? Samtig und nicht, dass da Stückchen drin sind. Mag vielleicht das Pflegende gewesen sein, was dieses Produkt deutlich pflegender hat machen lassen als den anderen von Rituals. Aber war in der Anwendung irgendwie nicht so schön. Naja, so, dann habe ich hier von Joop Eau de Toilette for Women das Wow aufgebraucht. Das hatte ich auch mit auf der Messe. Das fand ich echt toll. Das war sehr, sehr intensiv und hat mir richtig gut gefallen. Also für Messebesuche oder wenn man wegfährt oder so, sind natürlich diese kleinen Parfümproben toll. Das muss ich an dieser Stelle jetzt wirklich mal sagen. Das ist dann praktisch, aber ich brauche es nicht im Alltag. Naja, egal. Aber es war auf jeden Fall ein tolles Parfüm, was man sich vielleicht mal irgendwann wünschen könnte. Aber ja, aktuell habe ich ja genug Parfüms da, aber war ein gutes Parfüm, ja. Von Jill Sander hatte ich zwei Sachen im Adventskalender, die ich aufgebraucht habe. Einmal eine Perfume Body Cream von Jill Sander Simply. Dieses kleine Ding hat für, ich glaube, zweimal Ganzkörper-Eincreme gereicht. War halt nicht ganz so pflegend, was ich bei diesen Body Creams eigentlich immer irgendwie finde. Die riechen halt einfach nur gut, aber sind nicht unbedingt pflegend. Naja, aber es war in Ordnung, hat jetzt nicht irgendwie meine Haut geschadet oder so.
In Jill's Under Sunlight hatte ich eine Rich Body Cream drin. Ja, da hat das Rich tatsächlich gestimmt. Also das war auch eine reichhaltige Body Cream, ne? Also war halt dann auch von der Konsistenz her ein bisschen anders als die hier. Also von daher wahrscheinlich muss man bei diesen Produkten dann zu der Rich Body Cream greifen. Ja, fand ich vom Geruch aber beide sehr, sehr toll. Das hier war ein bisschen sanfter und das hier ein bisschen intensiver. So. Dieses Produkt habe ich jetzt nicht im Adventskalender gehabt, aber ich muss euch dazu ein Produkt zeigen, was ich im Adventskalender hatte, wenn ich jetzt darüber rede. Das ist jetzt ein bisschen frequer, ne? Dieses Produkt habe ich eben aufgebraucht, als ich mir die Augenbrauen hier gemacht habe. Leider, leider. Ich liebe diesen Catrice Slimmatic Eyeliner, Eyebrow Pencil, schlag mich tot. Der ist toll, der ist echt gut, den werde ich mir auch nachkaufen. Ich hatte aber in einem Adventskalender, wahrscheinlich war es der Essens-Adventskalender, diesen Eyebrow-Pencil drin, der, wie man sieht, deutlich dunkler ist und dementsprechend nicht unbedingt dann zu meinen Augenbrauen passt. Ich trage ihn aber gerade. Naja, das Problem ist, also ich werde den weiter benutzen, ja, aber guckt euch mal an, wie dick diese Spitze ist, ne? Das finde ich natürlich ziemlich unpraktisch, kannst jetzt halt auch nicht irgendwie anspitzen oder so. Und du hast hinten dran so ein Viech, so ein Gummibürstchen, sage ich mal. Ich krieg das jetzt nicht auseinander. So. Ne? Das macht nicht viel. Da werde ich dann auf jeden Fall auf den hier zurückgreifen müssen, weil du hast hier hinten dran so einen schönen Spoolie. Das heißt, der hier wird nicht aussortiert, der bleibt, weil ich diesen Spoolie noch brauche. Ja, weil der Spoolie ist toll. Genau. Deswegen, das musste ich jetzt erwähnen. So, in dem Douglas Adventskalender hatte ich dreimal eine Haarmaske mit drin. Das war einmal hier die Protein Repair Mask Intensive Mask mit Almond und Shea. Ich fand die alle gut, ne? Also hier auch die Ultimate Shine, die war auch super. Also die haben jetzt alle irgendwie nicht gemacht, so, keine Ahnung, dass ich auf einmal puff voluminöse Haare hätte jetzt von der zum Beispiel oder dass meine Haare jetzt extrem geglänzt hätten. Ich habe sie ja auch einfach nur einmal verwendet, ne? Und die haben einfach die Haare gepflegt. Ja. Und damit ihren Zweck meiner Meinung nach einfach mal erfüllt. Fand ich gut. So, diese Gesichtscreme von Detox, Firming Day Cream, habe ich benutzt. Ich finde, die hat die Haut schon gut mattiert. Also das fand ich sehr, sehr angenehm. Hier steht straffende Gesichtspflege. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich fand jetzt nicht, dass ich faltenfreier aussah oder so, aber sie hat auf jeden Fall das Gesicht mattiert und über den Tag gut gepflegt. Es hat nicht nachgeölt, nachgefettet oder sonst was. Deswegen, das fand ich sehr, sehr schön, dieses Produkt. Aber da es halt so teuer ist, würde ich mir nicht das nochmal neu kaufen. Aber das ist halt die Sache, ne? Wenn ich diese Adventskalender mir kaufe, mache ich das ja aufgrund der teuren Produkte, die da drin sind. Genau, aber ich fand das Produkt super und ja, fand es cool, dass es mit in dem ASOS Adventskalender drin war. Hier hatte ich dann von Anayaki etwas drin und zwar ist das ein Peeling für strahlende Haut gewesen. Genau, das fand ich nicht gut. Ich fand den Geruch nicht in Ordnung und ich fand das Peeling an sich auch nicht angenehm auf der Haut. Weil das war mir irgendwie zu wenig. Also, ja, das ist halt nur wie so ein ganz feiner Sand oder so gewesen, ne? Das war jetzt nicht irgendwie spektakulär. Also, nee, da gibt's bessere. Vielleicht ist das natürlich für die Gesichtshaut in dem Sinne besser, wenn das nicht so extrem ist. Aber ich hatte jetzt nicht das Empfinden, dass da irgendwas passiert. Deswegen ist das nicht so für mich ein Nachkaufprodukt. Jo, und die letzten Produkte, die ich leer gemacht habe, waren von Douglas die kleinen Ampullen, die im Adventskalender waren. Das war hier einmal der Sensitive Focus, der Perfect Focus, der Aqua Focus, der Nutri Focus, der Clear Focus und der Age Focus. Mit den 6 Ampüllchen konnte man eine nicht ganz, also eine Fastwochenkur machen, ne? Heißt halt einen Tag nicht. Ich fand die gut. Der Nutri-Fokus war mir zu fettig, zu ölig, muss ich gestehen. Die anderen waren sehr angenehm, sehr reichhaltig, in dem Sinne, dass sie dem Gesicht Feuchtigkeit verliehen haben und es so ein bisschen aufpolsternd haben wirken lassen. Ja, also für mich auf jeden Fall gute Produkte, wie ich finde, die sich, ja, gelohnt haben, sie mal auszuprobieren. Sie haben meine Haut nicht gereizt oder sowas. Sie haben meine Haut gut getan und meine Haut hat sich dann auch nach der Pflegewoche sehr gut gefühlt. Also das war der Grund, weswegen meine Maskenwoche sich dann auch dieses Mal ein bisschen verschoben hat. Ja, ihr Lieben,
Das war nun mein Aufgebraucht-Video. War ein bisschen viel, oder? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich dieses Mal so viel benutzt habe. Wahrscheinlich, weil ich auch ziemlich viele kleinere Produkte verwendet habe. Deswegen sind die dann leer gegangen. Keine Ahnung. Ja, kommen wir auf jeden Fall zu der kleinen, aber feinen Verlosung, die ich hier für euch in diesem Video habe. Ja, es ist Dezember, da darf man auch ein bisschen was schenken. Und zwar habe ich hier 10 Produkte, die vielleicht was für euch sein könnten. Und zwar habe ich hier einmal ein Isana Cremeölbad Luxury Feelings. Also das ist so eine richtig große Pulle mit 500 Milliliter, cremiges Badeerlebnis mit Macadamia-Nussöl. Ich mag den Geruch. Dann packe ich euch mit rein von Catrice einen Concealer Anti-Red Retouch. Von Isana packe ich euch auch noch zwei Masken mit rein. Und zwar einmal die Peel-Off-Maske hier mit dem Peachigen. Die habe ich ja auch schon mal ausprobiert mit euch. Die klärt die Haut, die ist ganz angenehm. Und dann von Isana die Hydro-Booster-Tuchmaske. Die ist jetzt gerade bei den kalten Temperaturen mit der trockenen Haut ganz angenehm. Dann wandern noch mit ins Paket so kleine Invisi-Bobbles. Das sind 3 Stück in Schwarz. Von Triacle Moon The Dream Catcher Traumreise-Badeschaum. Von Revolution bzw. Makeup Revolution London ein Lipgloss Gloss à Lèvres in der Farbe Soul. Das ist so ein schöner, nuniger Ton, den man schön im Alltag tragen kann. Von Catrice ein Nagellack von Ico Nails und zwar ist das die Farbe Lana Del Grey. Von Clinique ein Lippenstift in der Farbe Sweet Pop. Hier seht ihr das schöne C drauf. Und ja, die Farbe ist halt die von der Verpackung. Und last but not least ein Isana Eyelash Wimpernserum, was ich aktuell auch verwende und euch mega ans Herz legen kann. Genau so sieht das aus. Diese 10 Produkte könnt ihr in diesem Video hier gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist wie immer ganz einfach. Schreibt mir einfach unten einen lieben Kommentar in die Kommentare mit dem Hashtag Verlosung. Schaut gerne nochmal in der Infobox vorbei, da steht auch nochmal alles drin. Ihr müsst natürlich Abonnent meines Kanals sein, das wird auch überprüft und dem Video einen Daumen nach oben geben. Die Verlosung geht bis zum 17.12. um 23:59 Uhr. Den Gewinner werde ich direkt anschreiben und der hat dann eine Woche Zeit, sich bei mir zu melden, damit ich den Gewinn losschicken kann. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich extrem drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich bin stolz auf dich, dass du bis hier durchgehalten hast. Ich verlinke dir hier oben mal mein Video mit den ganzen Aufgebraucht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.